22 in der Auftrag. Es war 90 Tage oder 100 nach seinem Eintritt ins Haus der Ehre und Auszeichnung, dass dem Josef durch Seenchwenofre Netrohotpe Emper Amun, den Zwerg, ein glückhafter und einfach auszuführender, wenn auch etwas beschwerlich schmerzlicher Auftrag zuteil wurde. Er machte eben wieder einmal, wohl oder übel und in stiller Erwartung seiner Stunde, den Lungerer und Herumsteher auf Potiphas Hof, als der Kleine in seiner zerknitterten Festtracht den Salbkegel aus Filz auf dem Kopfe gelaufen kam und ihm wispernd verkündete, er habe etwas für ihn, eine Glückssache, gut und schön zu hören, eine förderliche Gelegenheit. Von Montcalf habe er es ihm erwirkt, welcher nicht Nein und nicht Ja gesagt habe, er lasse es zu. Nein, nicht vor Petepré solle Josef stehen, das noch nicht. Höre, Osasif, was du da sollst und was dir blüht durch des Zwerges Betreiben, der es für dich ausgewirkt, indem er dein gedachte. Heute um die vierte Stunde über Mittag, wenn sie vom Mahle geruht haben, werden die heiligen Eltern vom Oberstock ins Lusttempelchen eintreten des schönen Gartens, dass sie dort sitzen, geschützt vor Sonne und Wind und sich der Kühlung des Wassers sowie des Friedens ihres Alters erfreuen. Sie lieben es dort zu sitzen, Hand in Hand auf zwei Stühlen, und niemand ist um sie in diesen Stunden ihres Friedens, ausgenommen ein stummer Diener, und der kniet in der Ecke und hält eine Schüssel mit Labsal, davon sie sich erquicken, wenn sie erschöpft sind vom friedlichen Sitzen. Der stumme Diener sollst du sein, Montcalf hat's befohlen, oder doch nicht verboten, und sollst die Schüssel halten. Nur darfst du dich nicht rühren, indes du kniest und hältst, und nicht einmal mit den Augen blinzeln, sonst störst du ihren Frieden und nimmst dir allzu viel Gegenwart heraus, sondern musst ganz und gar ein stummer Diener sein, und wie eine Figur des Ptach, so sind sie's gewöhnt. Nur wenn sie Zeichen von Erschöpfung geben, die hohen Geschwister, dann musst du dich flink in Bewegung setzen, ohne aufzustehen, und musst ihnen so gewandt du nur kannst das Labsal heranbringen, und ohne auf deinen Knien zu stolpern noch Unheil anzurichten mit deiner Tracht. Haben sie sich aber erquickt, so musst du ebenso leise und flink wieder rückwärts knien, in deinen Winkel und den Leib anhalten, dass du nicht schnaufst und deine unschickliche Gegenwart gewinnst, sondern sofort wieder ganz ein stummer Diener bist. Wirst du das können? Gewiss doch, antwortete Josef. Danke, Gottliebchen, das will ich schon machen, ganz wie du's gesagt hast, und will sogar die Augen starr machen wie aus Glas, dass ich ganz einer Kunstfigur gleiche und nicht mehr Gegenwart habe, als mein Leib Raum einnimmt in der Luft. So sachlich will ich mich halten. Meine Ohren aber sollen still offen sein, ohne dass sie's merken, die heiligen Geschwister, wenn sie sich unterreden vor mir, dass die inneren Bewandtnisse des Hauses mir ihren Namen nennen und ich Herr über sie werde in meinem Geist. Schon gut, erwiderte der Zwerg, aber stelle es dir nicht zu leicht vor, das lange Verweilen als stummer Diener und Ptachfigur und dies hin und her eilen auf den Knien mit dem Labsal in Händen. Es wäre gut, wenn du es vor etwas übtest für dich allein. Das Labsal lässt du dir ausfolgen vom Schreiber des Schenktisches, nicht im Küchenhause, sondern in der Vorratskammer des Hauses des Herrn. Dort hält man's bereit. Geh ein durch das Haustor in die Vorhalle und wende dich links hin, wo die Treppe ist und wo es ins Sondergemach des Vertrauens geht, das Bettzimmer Montcalfs. Geh schräg hindurch und öffne die Tür zur Rechten, so tut sich dir eine lange Kammer auf oder ein Gang, voll von Vorräten des Speisezimmers, so dass du erkennst, es ist die Vorratskammer. Dort findest du den Schreiber, der dir das Notwendige einhändigt, und trägst es mit Andacht durch den Garten und vors Häuschen, eine Zeit vor der Zeit, dass du beileibe schon da bist, wenn die Heiligen eintreten. Da kniest du nieder im Winkel und lauschest. Hörst du sie aber kommen, so rührst du kein Wimperchen mehr und atmest nur heimlich, bis dass sie Erschöpfung an den Tag legen. Weißt du den Dienst nun? Vollkommen, antwortete Josef. Es war eines Mannes Weib, das ward zur Salzsäule, weil es sich umsah nach der Stätte des Verderbens. So will ich werden in meiner Ecke und mit meiner Schüssel. Die Geschichte kenne ich nicht, sagte Netrohotpe. Ich will sie dir bei Gelegenheit erzählen, erwiderte Josef. Tu das, Osasif, raunte der Kleine, zum Dank, dass ich dir den Dienst ausgewirkt habe als stummer Diener. Erzähle mir auch einmal wieder die Geschichte von der Schlange im Baum und wie der Unangenehme den Angenehmen erschlug und die vom Kistenschiff des vorschauenden Mannes.
Auch die Geschichte vom verwehrten Opfer des Knaben hörte ich gern noch einmal, sowie die von dem Glatten, den die Mutter rau machte mit Fellen und der im Dunkeln die Unrechte erkannte. »Ja«, sagte Josef, »unsere Geschichten lassen sich hören. Jetzt aber will ich den flinken Knielauf vorwärts und rückwärts üben und nach dem Schatten sehen der Uhr, dass ich bei Zeiten mich Schmuck mache zum Dienst und mir aus der Vorratskammer das Labsal hole und will alles machen, wie du es gesagt hast.« So tat er, und als er meinte, er könne den Kunstlauf, salbte und schnatzte er sich, legte seine Feierkleider an, den unteren Schurz und den oberen längeren, der jenen durchscheinen ließ, schob das Hemdjäckchen hinein, das aus etwas dunklerem Leinen war, ungebleicht, und versäumte nicht, sich um Stirn und Brust herum mit Blumen zu kränzen für den Ehrendienst, zu dem er erlesen. Dann sah er nach der Sonnenuhr, die auf der Hoffreier zwischen Herrenhaus, Dienerhaus, Küchenhaus und Frauenhaus stand, und trat ein durch die Ringmauer und das Haustor in Potiphas Vorhalle, die 7 Türen hatte aus rotem Holz mit edlem und breitem Schmuckwerk darüber. Rundsäulen trugen sie, ebenfalls rot und aus Holz, schimmernd poliert, mit steinernen Basen und grünen Häuptern. Der Fußboden aber der Halle stellte den Himmel der Sternbilder dar, hundertfältig von Figur, den Löwen, das Nilpferd, Skorpion, Schlange, Steinbock und Stier sah man da im Kreise unter allerlei Götter- und Königsgestalt, dazu den Widder, den Affen und den gekrönten Falken. Über den Fußboden ging Josef schräge hin, und unter der Treppe, die zu den Zimmern über den Zimmern führte, trat er ein durch die Türen Sondergemach des Vertrauens, wo der über dem Hause Montcalf sich abends zur Ruhe kauerte. Josef, der mit dem Gesinde im Dienerhause irgendwo auf der Matte des Bodens in seinem Mantel schlief, sah sich um im Sondergemach mit der zierlichen, fellbedeckten Bettstatt auf Tierfüßen, deren Kopfbrett die Bilder schlummerbeschützender Gottheiten des krummen Bess und Eppets, des schwangeren Nilpferdes zeigten, mit den Truhen, dem steinernen Waschgerät, dem Kohlenbecken, dem Lampenständer, und dachte bei sich, dass man hoch aufsteigen müsse im Vertrauen, um es in Ägyptenland zu solcher Sonderbehaglichkeit zu bringen. Darum sah er zu, dass er weiterkäme zu seinem Dienst, und kam in den langen Vorratsgang so schmal, dass er keine Säulen und Stützen brauchte, welcher bis an die westliche Rückseite des Hauses durchlief, so dass nicht nur das Gästeempfangs- und das Speisezimmer daran stießen, sondern auch noch die 3. westliche Säulenhalle. Denn außer dieser und der Vorhalle im Osten gab es noch eine im Norden. So reichlich und überflüssig war Petepres Haus gebaut. Der Kammergang aber war, wie es der Zwerg verkündet hatte, voll von Gerüsten, Worten und Fächern mit Vorräten und Geschirr des Speisezimmers, Früchten, Broten, Kuchen, Gewürzbüchsen, Schüsseln, Bierschläuchen, langhalsigen Weinkrügen in schönen Gestellen und Blumen dazu, sie zu bekränzen. Und es war Chamat, der lange Schreiber, den Josef hier traf, Rohre hinter den Ohren, zählte und griffelte er in der Kammer. »Nun, du Grünhorn und Stutzer vom Sande«, sagte er zu Josef, »wie hast du dich rausgeputzt? Es gefällt dir wohl im Lande der Menschen und bei den Göttern. Ja, du darfst den heiligen Eltern aufwarten, ich hab's schon gehört. Hier steht's auf meiner Tafel. Wahrscheinlich ist es Schepsis Bess, der dir das verschafft hat, denn im Grunde, wie kommst du dazu? Er aber wollte dich gleich gekauft wissen und hat auch noch aufgeschraubt deinen Preis bis ins Lächerliche, denn bist du wohl einen Ochsen wert, du Kalb?« »Sieh lieber bei Zeiten nach deinen Worten«, dachte Josef bei sich, »denn ich werde bestimmt noch über dich gesetzt sein, hier im Hause.« Laut sagte er, »sei so gut, Zögling des Bücherhauses Chamat, der du lesen, schreiben und zaubern kannst, und gib diesem geringen Bittsteller das Labsal für Hui und Tui, die verehrten Greise, dass ich es ihnen bereithalte als stummer Diener für die Stunde ihrer Erschöpfung.« »Das muss ich wohl tun«, erwiderte der Schreiber, »da du auf der Tafel stehst, und der Narr hat es durchgesetzt. Meiner Voraussicht nach wirst du den Heiligen den Trank über die Füße schütten, und dann wirst du abgeführt, um deines Teils Labsal zu empfangen, bis du erschöpft bist und der, der es dir erteilt.« »Ich sehe, Gottlob, ganz anderes voraus«, antwortete Josef. »So tust du das«,
fragte der lange Chamat und blinzelte. »Bitte schön, es steht schließlich bei dir. Die Labung ist schon zur Hand und ist aufgeschrieben, die silberne Schüssel, das goldene Kännchen mit Granatapfelblut, die goldenen Becherchen dazu und 5 Muscheln des Meeres mit Trauben, Feigen, Datteln, Dumfrüchten und Mandelküchlein. Du wirst ja wohl nicht naschen oder gar stehlen?« Josef sah ihn an. »So, das wirst du also nicht«, sagte Chamat in etlicher Verwirrung. »Desto besser für dich. Ich fragte nur so, obgleich ich mir gleich dachte, dass du nicht Nase und Ohren abgeschnitten haben magst. Und doch außerdem ist's wohl nicht deine Gewohnheit. Es ist nur«, fuhr er fort, da Josef schwieg, »weil doch bekannt ist immerhin, dass deine Vorbesitzer sich entschließen mussten, dir die Brunnenstrafe angedeihen zu lassen, um gewisse Fehler willen, die ich nicht kenne. Sie mögen ja gering gewesen sein und sich nicht auf mein und dein, sondern nur auf Weisheitsdinge bezogen haben. Ich kann es nicht wissen. Auch hört man ja, dass die Strafe dich gründlich davon gesäubert habe, so dass ich also meine Frage nur allgemeiner Vorsicht halber zu stellen für richtig fand. Was rede ich eigentlich, dachte er bei sich, und lasse meinen Mund in Windungen laufen. Ich wundere mich über mich selbst, habe aber sonderbarerweise den Herzenswunsch weiterzureden und noch allerlei zu sagen, was mir nicht dringlich sein sollte, es aber gleichwohl ist. Mein Amt gebot mir, sagte er, zu fragen, wie ich fragte. Es ist meine Pflicht, mich der Ehrlichkeit eines Dieners zu versichern, den ich nicht kenne. Und ich kann nicht umhin, es zu tun, um meiner selbst willen, denn an mir bleibt es hängen, wenn etwas abhanden kommt vom Geschirr. Dich aber kenne ich nicht, denn deine Herkunft ist dunkel, insofern es dunkel ist in einem Brunnen. Dahinter mag sie ja heller sein, aber der Name, mit dem man dich nennt, Osasif, heißt du nicht so, scheint anzudeuten in seiner dritten Silbe, dass du ein Findling bist, aus dem Schilf und bist vielleicht in einem Binsenkörbchen umhergetrieben, bis dich ein Wasserschöpfer herauszog. Dergleichen kommt immer wieder einmal vor in der Welt. Übrigens ist ja möglich, dass der Name auf etwas anderes zielt. Ich lasse es dahinstehen. Jedenfalls habe ich gefragt, wie ich gefragt habe, nach meiner Pflicht, oder wenn nicht gerade unbedingt nach meiner Pflicht, so doch nach der Üblichkeit und der Redeweise. Es ist die Redeweise so und die Übereinkunft unter den Menschen, dass man zu einem Jungsklaven spricht, wie ich sprach, und nennt ihn im üblichen Tone ein Kalb. Ich will nicht sagen, dass du eigentlich und der Wirklichkeit nach ein Kalb bist, wie sollte das auch wohl sein, sondern ich redete bloß wie alle und nach der Übereinkunft. Auch ist es gar nicht meine Voraussicht und meine Erwartung, dass du den Heiligen wirst den Granatsaft über die Füße schütten. Ich sagte es nur um der üblichen Grobheit willen und log gewissermaßen. Ist es nicht sonderbar in der Welt, dass der Mensch meistens gar nicht das eigene sagt, sondern das, wovon er glaubt, dass andere es sagen würden, und spricht nach dem Bandmuster? Geschirr und Reste des Labsaals, sagte Josef, bringe ich dir zurück nach getanem Dienst. Gut, Osasif, du kannst gleich durch diese Tür hinausgehen, am Ende der Kammer, und brauchst nicht wieder den Weg zu nehmen, durch Sondergemach des Vertrauens. Hier kommst du sogleich vor die Ringmauer und vor das Pförtchen der Ringmauer. Da geh hindurch, so bist du schon unter Bäumen und Blumen und siehst den Teich, und es lacht dir entgegen das Gartenhäuschen. Josef ging hinaus. Na, dachte der zurückbleibende Chamat, ich habe geschwätzt, das Gott erbarm. Was dieser Asiat von mir denken mag, ist unerfindlich. Hätte ich nur geredet wie ein anderer und nach dem Bandmuster, statt dass mir auf einmal zumute war, ich müsse was ganz eigentümlich Wahrhaftiges sagen, und habe gekohlt ganz wider Willen, dass mir nachträglich die Wangen warm werden davon, zum Erdferkel. Wenn er mir wieder vor Augen kommt, will ich grob mit ihm sein, nach voller Üblichkeit.